Ja, also die Polish, die kann man bestimmt irgendwann nochmal gebrauchen für irgendwas. Eigentlich nicht, ne? Genau deswegen habe ich das Ding ja gebaut, damit es das für mich automatisch macht. Ja, kommt rein. Sonst meckere ich jetzt in 2 Minuten, wie das mein Inventar so voll ist. Das kann ich eigentlich jetzt schon. Also tut das da rein. Die ganzen Erze müssen mal in eine lila Kiste. Lila Kiste. So. Erze weg. Plastik 200 sind eingestellt, genau. Die ganzen Fließbänder brauche ich eigentlich erst wieder, wenn ich ein. Ja, das ist mein Stick hier. Die brauche ich eigentlich erst wieder, wenn ich eine neue Basis aufbaue. Die da brauche ich nicht. Rohre in letzter Zeit auch nicht wirklich viel. Den Beacon will ich immer noch irgendwann testen. Davon kann man Stack weg. Und einer Modul brauche ich jetzt gar nicht mehr, weil die. Was? Die anderen Module hatte ich immer auf Tasche gehabt, um die schnelleren Fabriken herzustellen. Aber es wird ja alles hier jetzt automatisiert. Das ist also auch okay. Ganz normale MK0 Solar Panels brauche ich auch nicht. Ja, der Rest ist erstmal okay so. Wobei, 14 Eisenstangen brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Also, ich habe Fabriken gebaut, die bessere Fabriken herstellen. Ich habe Fabriken gebaut, die Munition herstellen. Ich habe noch ein paar Aufräumarbeiten vor mir. Ressourcen sehen super aus. Also blaue Chips jetzt gerade nicht, aber die habe ich auch gut verballert. Das ist verständlich. Vorgeschlagene Kommentaren wurde noch eine Fabrik, die schnellen Roboter baut. Das Einfangen ist dann immer noch so eine Von-Hand-Sache. Aber trotzdem wäre es eigentlich ganz praktisch. Würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir gut wieder Ressourcen verbrauchen. Weil halt durchgehend blaue Chips verballert werden. Und ich müsste halt immer von Hand ein paar einfangen, die dann ins System schmeißen. Das System verwurschtelt sie dann automatisch zu MK1 und lässt sie frei. Ja, was ist mit dir? Dich sollte ich irgendwann auch auf rein Wasser umstellen. Ja. Gab es noch was, außer jetzt die optischen Sachen? Oh ja, genau. Produktivitätsmodule. Du mach mal bitte. Dümp. Dümp. Hast alles, was du brauchst, richtig? Richtig. Dann hätte ich gerne hier noch einen davon, da noch einen davon. Dann copy-paste ich einfach das da und ersetze einfach nur dich mit dem da. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Sind nämlich die Module alle mal gleich, bis auf das Vorgängermodell. Und ich tue. Wo sind die jetzt? Die da mal da rein. Ja, die brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Du stehst da ein bisschen ungünstig. Das müsste ich dann also auch theoretisch irgendwie ummodeln. Mir ist gerade eingefallen, wie super toll Blueprints sind. Warte mal. Also ich habe mir gerade überlegt, ich mache einfach einen Blueprint von so einer Ecke hier. Und dann kann ich sie hier durch den Blueprint komplett woanders wieder aufbauen. Weil die Roboter merken sich ja, was in den Kisten drin war, was angefordert ist, was hergestellt werden muss und so weiter. Weil die Roboter ja so toll sind. Ne? Das heißt, das Umfriemeln wird wesentlich einfacher. Okay, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, was ich damit schnell umbauen könnte, wollte, wie auch immer. Also ja, ich hätte gerne das hier draußen. Die 10 Fabriken hätte ich gerne woanders, damit ich denn auch auf MK3 und MK4 und MK5 das machen kann. Das bräuchte nur ein recht langes Stück. Und zwar ein recht langes Stück ohne Roboport. Und das ist schon ein Widerspruch an sich, weil das haben wir halt nicht. Wobei ich könnte ja irgendwann auch auf bessere Roboports umsteigen. Ich guck mal gerade, ob es die noch gibt. Ja, die roten Roboports. Gibt es danach noch was? Nee, anscheinend nicht. Diese Vierfachdinger sind garstig. Und 90 Zeileinheiten, ja. So eine Reichweite hast du. 400 mal 400 bei Construction. Na, doppelt so viel. Ja, also damit wäre ein viel tolleres Muster möglich mit den besseren Dingern. Eigentlich mit denen hier ja auch schon, ne? Die waren, glaube ich, auch schon doppelt so gut.
den mal weg. Und mach den mal weg. Dann müsste hier jetzt ja eigentlich ein Loch entstehen. Was? Ja, da ist ein kleines Loch. Aber wenn ich jetzt den da durch den da ersetze, sollte wieder alles okay sein. Ja. Das heißt, ich könnte alle dazwischen wegmachen. Also brauche ich nur die Hälfte der Roboports. Oh, 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 oh. Und ich könnte... Das geht jetzt nicht ganz auf, aber ich könnte dann einfach den Roboport hier wegmachen und da einen hinsetzen. Ist ein bisschen gefährlich nah am Rand. Ja, ist es. Oh, das reicht hier aber auch schon. Wenn ich hier einen hinbab, den da wegmache, ist immer noch alles abgedeckt, aber wir kommen wesentlich weiter nach draußen. Das heißt, ich kann dann hier viel besser regelmäßig nach Leichen suchen und dergleichen. Und Bäume töten. So. Also ja, irgendwas in der Richtung werde ich später machen. Dass wir dann neuen Abstand haben für die ganzen Roboports, dann ist es mit dem Platzieren von den Solarpanels auch viel einfacher und wir haben allgemein mehr Platz und dann ist auch das hier kein Problem mehr. Ich müsste mich dann nur entscheiden, wo quasi das Muster anfängt. Weil wenn ich jetzt einen hier mache und dann den überspringen und dann woanders einen anderen überspringen, das ist wieder so kreuz und quer. Aber das ist was für später, da bräuchte ich erstmal wesentlich mehr Blei für. Oh, und lass mal die 48 schnellen Roboter frei, die du dabei hast. Könnte irgendwie helfen bei der Produktivität. Ja. Den super tollen Drill habe ich irgendwo hingeschmissen, ne? Ich glaube unten, ja. Lassen wir ihn auch erstmal. Für Akkuleistung. Fühlt ihr euch gerade, werdet ihr gerade weniger? Ihr werdet gerade weniger. Richtig? Ich sehe da irgendwie keine Veränderung. Ihr seid komisch. Was? Ah doch, 2,5. Ihr fühlt euch sehr langsam. Ha. Gib mir mal mehr Akkus. Mehr ist immer besser. So. Jetzt zieh die dahin. Und auch das wieder eine Arbeit, die durch Blueprints wesentlich einfacher zu erledigen ist. Aber ich weiß nicht, was es an den Akkus ist. Irgendwie ist das eine sehr befriedigende Aufgabe, Akkus zu platzieren. Und die Geräuschkulisse ist cool. Also ja, du... Ja, mach weiter. Oh, wir haben vergessen, dich einzustellen. Du stell bitte die daher. So, und dich beschränken bitte auf einen Stack. Dann hätten wir jetzt schon mal 2er Produktivitätsmodule. Habe ich noch einen von den blauen Roboports? Und warum habe ich so verdammt viele von denen eingesackt? Ist überhaupt hier noch alles okay soweit? Ja, 300 Roboter, die nichts zu tun haben, ist okay. Bau bitte. Dim, dim. Warum kann ich dich nicht bauen? Oh, nicht genug blaue Chips. Ja, ist okay. Soll ich jetzt echt die Maschine bauen, die die MK0 zu MK1 macht? Zeig mir mal kurz unseren Vorrat an. Also grüne Chips, 2800, rote Chips sind auch okay. Die blauen Chips. Wir hatten hier ein bisschen Probleme gehabt, bis vor kurzem, mit dem Öl. Deswegen gucke ich mal, wie es bei den blauen Chips überhaupt so aussieht. Zum einen sind es nicht die schnellsten Fabriken. Ah doch, Schwefelsäure ist okay momentan. Das heißt, wir könnten mal Fabriken anfordern. Bum, 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 bum. Die da. 50 Stück. Jo, her damit. Grüne Chips kommen angeflogen. Fabriken wären jetzt toll. Also wir haben die Fabrik gebaut, die Fabriken baut, die ich haben will. Und wir haben sehr schnelle Roboter. Also müsste doch eigentlich... Ah, da kommen sie. Zing, 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 zing. 20 Stück, wie geil. So, aufhören. Das und das. Mehr Speed. Warum arbeitest du nicht? Du legst rein, du legst raus. So, weil du voll bist. Ja, gib her. Arbeiten, 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 arbeiten. Ich habe ganz viele Roboter, die gebaut werden wollen. Und einen blauen Roboport. Ah, es ist schick. Schick, 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 schick. Und es gibt noch irgendwie 2, 3 Stufen an Robotern, die höher sind. Das ist völlig abgefahren. Eier? Oh, Eier. Gib mal her. Her.
Können wir die jetzt auch wieder zerzwieseln zu Alien-Artefakten mit Produktivitätsmodulen? Das wäre in der letzten Staffel so ein richtig großes Ding. Das hat tierisch viel gebracht. Ich guck mal ganz kurz. Also hier wären Tränke. Ich glaube, dann packe ich die Fabrik hier mit hin. Zimp. Oh, warte. Zimp. Gib mir mal die da. So, noch mehr Produktivität für die Umwandlung hier. Wir haben genug Tränke. Wir haben nicht mehr nur Alien-Artefakt-Tränke. Also die Lila-Tränke. Ja, die paar Eier, die ich jetzt rausgesammelt habe, werden das nicht wirklich auffangen können. Falsch rum. Aber ich kann ja aber demnächst mal wieder jagen gehen. Jetzt, wo wir so verdammt viele Polished Emeralds da hatten, sollte das mit der Munition eigentlich kein Problem sein, solange die Maschinen eine Zeit lang hatten, um die ganzen Zwischensachen herzustellen. Genau. Du da rein, du da raus. Du stellst bitte her. Alien-Artefakte. Da. Du kriegst... Ja, passt nicht. Geht nicht. Okay, was ist, wenn ich jetzt so mache? Oh. Ist die größer geworden? Ich hätte schwören können, die wären früher mal kleiner gewesen. Nee, ist okay. Dann macht das halt so und macht das halt ruhig mit denen, weil Geschwindigkeit ist bei den Eiern echt nicht wichtig, wie man sehen konnte. Das heißt, du forderst einfach immer nur Eier an. Und du kriegst auch keine Begrenzung, weil alle Eier umgewandelt werden müssen, weil Eier haben keine andere Funktion. Also die wären jetzt im System verfügbar. Ich könnte es gleich so einstellen, dass automatisch auch sofort Lila-Tränke draus gemacht werden. Aber ich bin mir nicht sicher, was noch an Hightech-Zeug kommt. Und vielleicht brauchen die ja auch die Artefakte und nicht, ne? So viele Tränke. Das lasse ich also erstmal so, wie es ist. Dann setze ich mal ein paar Fabriken. Ich muss ein bisschen auf den Strom aufpassen. Was? Achso, Weak Capacitor. Das warst du. Durchgenommen arbeiten. Ein bisschen auf den Strom aufpassen, denke ich. Weil das sieht nicht mehr ganz so toll aus wie früher. Also noch mehr Akkus und noch mehr Solarzellen, hm? Zeit, das Blueprint wieder auszupacken. Was ist da? Bin mir nur noch nicht ganz sicher, wo. Hier kommen die ganzen Fabriken hin. Hier einfach erweitern. So, mach mal. Achso, die Lampen werden jetzt ja nicht passen, ne? Stell dich mal dahin. Ja, die ganzen Lampen müssen weg. Ding, 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 ding. Das erinnert mich irgendwie an meine Jugend mit Lampen austreten. Was? Nix? Da lang. Das sollte reichen, richtig? Der Drill musste da weg. Ich glaube, ich mache mal einen Spaß und nehme einfach ein. Das Höchste, was ich habe, ist ein Dreier. Ja, gut. Da. Mach mal so. Mach mal so. Wie schnell kriegst du das Feld weg? 1200 Stück. Nicht sehr schnell. Ah, doch, 1100. Ich kann jetzt aber nicht einen halben Blueprint irgendwo hinsetzen. Oder kann ich das doch? Nee, meckert er. Also ich würde gerne das Blueprint setzen, aber halt nur von da bis da und nicht auf dem doofen Drill da drauf. Aber das ist kein Problem. Wow. Das ist doch ein Problem. So. Ja. So. Ich setze es einfach drüber. Ich hoffe mal, der Stein ist nicht weg. Ich setze es einfach drüber und dann setze ich hier einen Drill daneben. Und die haben ja so eine Reichweite, dass es auch hier hinhauen sollte. Also. Plopp. Der Stein ist doch im Weg. Nicht mit dem Laser-Shotgun-Ding. Ups. Genau, lieber mit einer normalen Shotgun. Dann können die Sachen auch eventuell überleben. Was ist denn nun los? Warum kannst du das nicht
setzen. Da ist irgendwas faul.